Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Campingplatz am Schliersee. Ich habe alles wieder eingepackt. Es ist alles verstaut. Ich habe einen Kaffee zu mir genommen und werde jetzt meine nächste Etappe auf dem Bodensee-Königsree-Radweg starten, die mich heute nach Bergen führt. Hinter mir noch zu sehen der Campingplatz mit der Zeltwiese. Auf der anderen Seite die Gleisanlage, wo im Stundentakt, im Halbstundentakt der Zug kommt und aufgrund dieses Bahnübergangs er sich lautstark bemerkbar macht. Das ist ein bisschen nervig, weil der bis morgens um 3 und dann wieder ab 6 fährt. Aber es ist eben so und man muss da durch. Hier noch ein letzter Blick auf den Campingplatz und auf den Schliersee. Ja, an dieser Stelle noch die Info, falls der Ton schlechter ist bzw. die Windgeräusche mehr. Mein Mod ist heute irgendwie ausgestiegen. Demzufolge kann ich auch nicht mein Zusatzmikro nehmen mit dem Windschutz und fahre jetzt hier mit der blanken GoPro und mache alles jetzt über die dort eingebauten Mikros. Ich bin jetzt aus Neuhaus rausgefahren, befinde mich jetzt hier, wie ihr seht, auf einem schönen Schotterweg durch den Wald. Und hoffe, dass A, das Wetter so bleibt und B, heute nicht mehr zu viele Steigungen kommen. Ich bin hier in Aurach. Und schon wieder in Stauden. Vom Schliersee gekommen, geht es weiter auf dem Bodensee, Königsseeradweg nach Bad Pfeilenbach. Jetzt wieder abseits der Hauptverkehrsstraßen. Hier auf einer ruhigen Nebenstraße. Ich bin hier in Fischbachau und hier beim Bäcker Hans. Hab mir hier einen frischen Kaffee geholt und ein belegtes Brot. Und werde jetzt hier eine kleine Rast einlegen. Und das Ganze gegenüber der Kirche. Die Pause in Fischbachau ist zu Ende.
vorbei an saftigen Wiesen, glücklichen Kühen, bin ich hier weiter auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Und das Ganze Richtung Elbach, das ich in 2 Kilometern erreichen werde. Und wie soll es anders in den Bergen sein? Es geht bergauf. Ich bin in Elbach. Und ich muss rechts rum, erstmal nach Niklasreuth und dann in 10 Kilometern Bad Feilenbach. Es war eben eine sehr tolle Abfahrt auf einer neu gemachten Straße. Einfach Wahnsinn. Und es geht weiter bergab. Ja, nach einer nochmal rasanten Abfahrt und mehreren Hinweisschildern geht es oder ging es rechts ab, jetzt wieder auf dieser Nebenstraße. Man kann diese Abfahrt auf jeden Fall schnell verpassen, wenn man nicht aufpasst. Hier gibt es zur Selbstbedienung frische Bio-Eier. Vorbei am Campingplatz. Auch wie man sieht, sehr gut besucht. Ich würde sagen, ein Schreinerbetrieb. Ich bin jetzt kurzfristig runter vom Bodensee-Königssee-Radweg, der mich jetzt durch die Ortsmitte von Bad Feilenbach führen würde. Da mache ich sozusagen eine Umfahrung und werde dann kürzer wieder auf die ursprüngliche Route zurückfahren. So, der Bodensee-Königssee-Radweg hat mich wieder. Noch 2 Kilometer bis Kleinholzhausen. Es
ist jetzt 12.30 Uhr. Ich denke, ich liege ganz gut in der Zeit. Werde dann spätestens in einer Stunde nochmal eine Pause einlegen. Weiter Richtung Bergen. Nach dieser Schleife. Geht es hier über den Inn. Vorbei am Rohrdorf. Hier an einer alten Wehranlage. So, es geht wieder mal bergauf. So sieht das Ganze dann auf dem Komoot Profil aus. Aber es ist zu schaffen. Eine langgezogene Steigung. Fährt man hier auf dem Radweg zwischen Landstraße rechts und, wie man vielleicht sieht, der Autobahn Richtung Salzburg. Ja, die Steigung zieht sich und zieht sich. Schön ist anders. Ja, hier in Fraßdorf. Drüben eine sehr schöne Metzgerei, die leider zu hat. Also, weiter. Ich bin jetzt hier in Aschau im Chiemgau. Und werde mal sehen, ob ich hier ein Plätzchen finde zum Pause machen. Ich bin jetzt wenige Kilometer vor Bernau am Chiemsee, habe jetzt wieder eine Steigung hinter mich gebracht und ich glaube, ich habe hier das richtige Plätzchen gefunden, um eine Pause zu machen. Nach einer schönen Pause und etwas zu essen, geht es jetzt weiter nach Bernau am Chiemsee. Bleibt weiter dran, ich würde mich freuen. Bernau am Chiemsee ist erreicht. Bernau am Chiemsee liegt hinter mir.
Jubel, Trubel, Heiterkeit in dem Ort. Deswegen schnelle Durchfahrt und weiter Richtung Bergen. Ich bin hier jetzt in Grassau. Nochmal ein Blick zurück nach Staudach, Egerndach, geht es hier weiter Richtung Bergen, was noch ca. 8 Kilometer entfernt ist. Der Weg hier neben der Landstraße gut ausgebaut. Hier der Blick auf eine kleine Kapelle. Geht es hier weiter Richtung Bergen. Hier nochmal eine kleine Anhöhe sozusagen. Zum Schluss nochmal ein kleines Schmankerl. Aber noch ist Akku vorhanden. Und deswegen wird's wohl gehen. Laut Komoot sind es noch knapp 3 Kilometer bis zum Campingplatz Wagnerhof hier in Bergen. Und ja, es war eine sehr schöne Etappe. Diesmal viel mit Abfahrten, wo man trotzdem vorsichtig sein sollte. Ich bin gespannt, wie der Campingplatz ist. Mal schauen und dann würde ich mich von dort noch mal melden. Willkommen in Bergen. Der Camping Wagnerhof mit seinem Office. Und dem Campingplatz. Hier der Sanitärtrakt. Und die Liegewiese. Hier mein heutiger Platz zum Übernachten. Das Zelt steht. Wäsche ist teilweise gewaschen, hängt zum Trocknen. Hier der Ausblick. An dieser Bank werde ich dann heute mein Essen zubereiten. Ja, natürlich bin ich auch
frisch geduscht. Werde jetzt noch mal in den Ort reinfahren, mir dort etwas zu essen holen, vor allen Dingen zu trinken. Die 26 Grad machen sich doch irgendwie bemerkbar. Und von daher würde ich mich nachher noch mal melden. Hallo und einen schönen guten Abend zusammen. Ich bin gerade am Essen zubereiten. Bei mir gibt es heute Reispfanne. Guten Appetit!